Regierung bestreitet den Unabhängigkeitsbeschluss, es sei im Rahmen solcher Untersuchungen üblich. Aber Minister Dobrindt betont, man habe damals ja Zweifel gehabt, ob die Abschalteinrichtung beim Tauschemarkt legal sei und sich deshalb auf ein Software-Update und freiwilligen Rückruf verwendet. Hier geht es aber um Partnerschaft zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wer das als Kumpanei bezeichnet, der hat die soziale Marktwirtschaft nicht verstanden. Doch auf Martin Schulz sind die Beziehungen zwischen Kraftfahrtbundesamt und Autoindustrie zu eng und fordert das Amt umzustrukturieren. Deshalb werden wir darauf drängen, dass es aufgespalten wird. Auf der einen Seite in eine Zulassungsstelle, auf der anderen Seite in eine Kontrollstelle. Mehr Kontrolle fordern SPD und Opposition vom Verkehrsminister. Doch wie weit wird er am Mittwoch beim Dieselgipfel gehen, wenn er von einer Partnerschaft mit der Autoindustrie redet? Es wird sich auch an den Ergebnissen messen.